Und ich gebe mal weiter an Jürgen, weil hier ein Künstler, Künstler haben es momentan wirklich schwer. Die nagen gerade so am Hungertuch. Ich habe eine Freundin von mir, die ist Geigerin, hat an der Oper gespielt und jetzt ist sie Putzfrau. Das ist natürlich prima. Also jahrelang studiert, jeden Tag irgendwie 6 Stunden Violine gegeigt, um einfach die Fingerfertigkeit zu haben. Und Putzfrau, das ist schon Rangerhöhung, muss ich schon sagen. Unglaublich. Und wie gesagt, Jürgen, bitte sehr. Danke sehr. Servus Wien. Freunde, es ist für mich wirklich eine große Ehre, hier in dieser altehrwürdigen Hauptstadt zu sprechen. Diese wahnwitzige Plandemie und dieser Corona-Putsch von oben, ich glaube, der stellt bei nahezu jedem Mensch auf der Welt alles, was vorher war, komplett auf den Kopf. Heute hätte ich... Ich traue mich schon gar nicht mehr, in meinen alten Planer reinzugucken, hätte ich irgendwelche Auftritte gehabt, die natürlich nicht stattfinden. Ne? Ich bin übrigens nicht bloß Musiker, ich mache auch noch andere Dinge. Ich kann auch noch mein Frühstück zahlen, keine Angst, also am Hungertuch nage ich nicht. Aber ich kann nicht mehr zuschauen. Ich war einer dieser 50 Leute, die am 18. April in Stuttgart die allerersten waren, die im gesamtdeutschen Bereich, sage ich mal. Ja, danke schön. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und ich muss auch jetzt leider etwas andere Töne anschlagen. Ich bin ja aufgrund dieser Tatsache, dass ich da von Anfang an mit dabei war, sagen wir mal, einer, der dazu bemächtigt ist, mal so eine Art Zwischenbilanz zu ziehen. Und die sieht meiner Meinung nach nicht besonders gut aus bis jetzt. Ja, wir sind hier. Klasse. Jede Einzelne, alle, die hier sind, super. Ihr seid die Speerspitze der Freiheit. Ja? Aber wir müssen allesamt noch viel, viel besser werden. Es ist in Ordnung, eine Demo zu machen. Es ist in Ordnung, viele Demos zu machen. Aber der Kampf geht jetzt erst los. Von all diesen Geschichten, ich bin in Wien, ich war in Berlin dabei, ich kann schon gar nicht mehr zählen. Wir kommen aber aus unserem eigenen Dunstkreis, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wie ein Arzt, der zuerst eine ganz klare Diagnose stellen muss, dann können wir die ordentlichen Therapien oder Medikamente oder Lösungen anbieten. Wir müssen rauskommen aus unserem Dunstkreis und nicht jeden Tag 20.000 YouTube-Videos sich gegenseitig zuschicken über Telegram oder sonst irgendwas. Wir müssen an die anderen Leute ran, wir müssen an die Entscheider ran. Ja? Es bringt nichts mehr, wenn wir uns immer gegenseitig inzestiös 10-mal am Tag der gleiche Scheiß erzählen. Die Zeit rennt davon, Freunde. Hier in Wien, ihr habt ja demnächst die Wahl. Ja? Ich bin entsetzt. Ich habe schon bestimmt 5 oder 6 Mal demonstriert daheim in Stuttgart. Ja? Da fragen mich Leute, sag mal, wegen was demonstrierst denn du? Da sage ich, und wo lebst du? Ist das alles egal? Grundrechte, Bewegungsfreiheit, Kontaktsperre, ja? Ich kenne Leute, die haben über Wochen und Monate ihre Eltern nicht mehr besucht. Geht sowas? Das darf doch nicht wahr sein. Vor allem, die Leute gehen jetzt, sind sie alle wieder happy, sie waren 2, 3 Wochen im Urlaub. Wow, der Deutsche und sein scheiß Urlaub, wow. Na? So, Freunde, wir müssen eine gewisse Ernsthaftigkeit in diese Sache reinbringen. So leid mir es tut. Natürlich ist niemand Politprofi, natürlich ist niemand geborener Redner oder Aktivist oder was der Geier was. Aber die Ernsthaftigkeit der Lage, wir haben hier es mit einer Situation zu tun, die wurde über Jahrzehnte hinweg vorbereitet. Ja? Da werden Millionen Beträge in Propaganda investiert. Wenn ein Gesundheitsminister in Berlin eine super duper Werbeagentur beauftragen kann. Ja? Ich glaube, ein Budget, irgendwann im Frühjahr, da habe ich mich mit solchen Zahlen noch beschäftigt, ich glaube 220 Millionen Euro. Weil sie davon ausgehen, dass uns Corona noch lange begleiten wird. Ja, jetzt. Leute, mein Aufruf ist hier, ich bin hier, um euch Mut zuzusprechen. Ich habe auch wirklich
bestimmt 50.000 andere Sachen, die mir mehr Spaß machen würden. Aber ich stehe jetzt hier. Wir haben kein Staatsfernsehen, wir haben kein Millionen- und Milliardenbudget, aber wir haben eins, wir haben Recht. Und jetzt gehe ich mal ganz ins Psychologische rein. Ich weiß, wie scheiße das ist. Ich rede ein bisschen Schwäbisch, ich hoffe, das geht klar hier. So, wie toll man sich fühlt, wenn man von einer Demo kommt und so blöde Fragen einfängt wie ich vorher. Oder so dumm blöde Bemerkungen am Arbeitsplatz kriegt. Du warst du da auch in Berlin bei denen Deppen? Ja! Ja! Freunde, das ist eine sogenannte Immunisierung. Wir müssen Farbe bekennen. Wie oft, ich nenne jetzt keine Namen und auch keine Ortsgruppe von irgendwelchen Querdenkern. Wenn ich mitkriege, seit Monaten reißen sich ja manche Leute den Popo auf, um die Leute hierher zu bringen. Ja? Dann haben wir vor ein paar Tagen noch 50, 60 Anmeldungen und jetzt sitzen 8 Hanseln im Bus. Kann sich das sein? Und so geht es schon die ganze Zeit. Egal wo ich hinkomme, ein heilloses Durcheinander. Keine stringente Konzeption. Leute, das ist eine ernsthafte Sache. Die Leute, die Gegenseite hat sich bis jetzt null beeindrucken lassen von allem. Von allem, was wir tun. Die größte Gefahr ist die Selbsttäuschung. Klar haben wir jetzt hier ein geiles Feeling. Wow, ich habe unheimlich nette Leute kennengelernt. Alle 2 Minuten spricht mich jemand an. Supergeil. Passt. Aber wir sind unter uns und das muss beendet werden. Wir müssen raus. Wir müssen angreifen. Ja? Wir müssen Farbe bekennen. Das ist kein Kindergeburtstag, das ist keine Faschingsveranstaltung. Wir schmeißen alles, was wir gehabt haben, über Bord. Wegen einem mittelmäßigen Schnupfen. So, also, um nicht noch mehr in der Zeit nach hinten zu rutschen, haltet zusammen, vernetzt euch. Es ist ganz wichtig, dass man Freunde, Partner, Verwandte, Kollegen, was weiß ich, dass man irgendjemand hat, wo man sich, ja, manchmal fließen Tränen, ausweinen kann. Der Wahnsinn ist allgegenwärtig, 24 Stunden am Tag. Ja? Also, wie daheim, ich bin vorher, komme ich raus aus dem Hotel, da sehe ich einen in meinem Alter mit der Maske bei bestem Wetter. Leute, was ist denn hier los? So, ne? Vernetzt euch, arbeitet zusammen, legt eure, sagen wir mal, Meinungsverschiedenheiten, zumindest bis wir die ersten wichtigen Etappenziele erreicht haben, legt die Sachen zur Seite, wir müssen zusammen kämpfen, nicht gegeneinander. Ja? Ich habe auch heute Morgen schon wieder einige kindergartenreife Aktionen beobachtet. Mir vergeht aber langsam das Lachen. Ja? Diese Sache ist todernst. Die Gegenseite, ich sag's nochmal, hat im Moment alles noch im Griff und lässt sich null beeindrucken. Wir sind aufgerufen, noch mehr zu tun, noch besser zu werden, noch mehr Farbe zu bekennen. Freiheit ist kein Geschenk, was vom Himmel runterfliegt. Das muss man sich erkämpfen. Menschenskind, das ganze Jahr haben wir verschenkt. Ja? Ich war auch natürlich jetzt in Berlin oben. Ich habe noch nie so ein Chaos und ein Durcheinander erlebt. Das muss auch mal gesagt werden. Leute, das muss anders werden. Ja? Und da kann sich jetzt jeder, der vielleicht noch bessere Ideen als ich, ganz sicher, die guten Leute an den Tisch und dann muss ein Plan her und eine einheitliche Vorgehensweise. Nicht am laufenden Band, der darf nicht auf die Bühne. Oh, mit denen möchte ich nicht. Die Flagge muss weg und was weiß ich alles. Was weg muss, sind diese scheiß Corona-Regeln. Und zwar sofort. Aber wir müssen einfach auch mal Selbstkritik üben. Was ist los von Hamburg bis Wien? Was ist mit unseren Mitbürgern, mit den Nachbarn? Was ist denn da eigentlich los? Was nimmt man den Leuten noch alles weg? Wie kriegt man die aus dem Sofa? Aber das darf doch nicht wahr sein. Ja, wir tun jetzt schon so viel her. Ha? Wir tun jetzt schon so viel schlafen. Ja, ja. Wir kriegen jedes Mal wieder Probleme. Ja, ich weiß, das ist, wir müssen durch das Tal der Tränen. Ich weiß es. Was glaubst du, was ich mir alles anhören habe müssen? Und immer noch anhören. Freunde, nochmal. Es hört sich jetzt kritisch an, aber ich glaube, dass man nur durch eine Selbstreflexion weiß, wo man steht.
Und das müssen wir uns ganz klar bewusst machen. Im Moment sind die da. Die sind nicht hinter uns im Moment. Ein Markus, der Gesundheitsminister Spahn, ja, der kann sich immer noch hinstellen bei seinen Wahlkampfveranstaltungen im Moment oder seine CDU-Auftritte. Da gibt es engagierte Frauen und andere Protester, die sagen, Herr Spahn, so und so und so und so und so. Und da sagt er, ja, das dürfen Sie ja sagen, aber schauen Sie mal, 70-80% auf dem Platz sieht das anders als Sie. Und er hat sogar noch recht. Also, ich glaube, ihr versteht sehr gut, auf was ich raus will. Noch besser werden, professioneller, entschiedener und keine Tastaturhelden mehr, bitte. Ich habe zig Anrufe gehabt vor Berlin wieder. Ja, ja, Jürgen, ich komme diesmal nicht, aber ich habe 5 angerufen, die wollen kommen. Wir kennen die Geschichten, ja? Und wir kennen auch andere Länder, da geht es schon ganz anders zu. Im Moment ist es nur eine Demo, Gespräche führen, vielleicht mal flyern, vielleicht mal Podiumsdiskussionen, keine Gewalt, nichts. Ne? Und nicht mal das kriegen wir flächendeckend bis jetzt hin. Und da will ich einfach, dass man da jetzt insgesamt, wenn man nach Hause geht, drüber nachdenkt. Ich will jetzt von der Bühne runter mit Hausaufgaben. Verbessert eure Fachkenntnisse, coacht euch gegenseitig in kritische Situationen, zum Beispiel Sachen. Mir ist ein Fall bekannt, man hat ein ärztliches Attest, weiß jeder, was es ist. Das ist ja eine unangreifbare medizinische Geschichte mit Arztgeheimnissen und alles drum und dran. Man beginnt mittlerweile den Leuten die Atteste wegzunehmen, sie zu kopieren oder sonst was. Und das geht nicht. Ja? Wir müssen klipp und klar auf solche Situationen unsere Mitkämpfer vorbereiten. Sie müssen rechtlich Bescheid wissen. Die müssen auch, wir brauchen auch Hotlines, wo man sofort rund um die Uhr, wenn es sein muss, einen Anwalt an die Leitung kriegt. Wir müssen einfach kämpfen. Es kann so nicht weitergehen. Ja? Es ist auch für mich eine Theorie immer mit diesem irgendwie, natürlich, klar will niemand irgendwelches Chaos oder Gewalt um Gottes Willen, nicht als allerletztes. Ja? Aber diese Gegenseite ist so bösartig unterwegs, ja? So entmenscht. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Ja, ich sage auch immer gerne im Privatleben, wenn jemand kein Benehmen hat, kann mich dem mit Benehmen auch nicht begegnen. Das ist leider so. Also, letztmaliger Aufruf. Besser werden, fachlich gut werden, Diskussionen, die nichts bringen, auch mal auslassen, aber da, wo sie notwendig sind, vor allem geht zu den Bürgermeistern, schreibt eure Abgeordneten an, redet mit irgendwelchen Vereinsvorsitzenden, geht zu euren Ärzten, geht zu den Anwälten, geht zu den Betriebsräten, da muss doch mal mehr gehen, das kann doch alles, das kann es doch nicht gewesen sein bis jetzt. Ja? Freunde, ne? Also, nochmal herzlichen Dank für die paar Minuten hier. Nur eins müssen wir nochmal klipp und klar hier laut hinausschreien. Wollen wir diese Zustände dauerhaft etabliert? Wollen wir irgendwelchen Figuren von der Marke Kurz oder Merkel oder sonstigen Vögeln erlauben, alle 4 Wochen irgendwelche neuen Zahlen uns rauszuhauen? Neue Verlängerungen? Nein! Niemals! Niemals! Das muss aufhören! Und ab jetzt gehen wir los, und zwar richtig. Danke!